Kompromissloser gesellschaftlicher Umbruch. Das ist es, was wir brauchen. Warum? Weil wir jedes Jahr die Ressourcen von fast 2 Erden verbrauchen. Weil wir pro Minute die Fläche von 30 Fußballfeldern an Regenwald abholzen. Weil wir dafür gesorgt haben, dass schon 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Weil wir jährlich 200.000 LKW-Ladungen Plastik ins Meer kippen. Und weil es auf dieser Welt schon über 20 Millionen Klimaflüchtlinge gibt, Tendenz steigend. Diese Menschen fliehen überwiegend aus dem globalen Süden, denn dort sind die Folgen der Klimakatastrophe schon jetzt deutlich zu spüren. Und das, obwohl der globale Norden Hauptverursacher des Klimawandels ist. Wir zerstören den Lebensraum anderer, damit wir unseren Lebensstandard erhalten können. Deswegen kämpfen wir nicht nur gegen die Erderwärmung, sondern auch gegen diese soziale Ungleichheit. Denn ein Kampf für Klimagerechtigkeit ist ein Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit, die durch den Klimawandel wächst und wächst. Überall auf der Welt schließen sich die Menschen zu verschiedenen Organisationen zusammen. Diese Vielfalt der Klimaschutzbewegung zeigt, dass das Bewusstsein wächst und vor allem wir, die Jugend, erkennen, dass ein Handeln dringlich nötig ist. Denn wir sind die Gesellschaft von morgen und stehen nun vor der Herausforderung, für den Erhalt von Lebensgrundlagen zu kämpfen, die uns und unseren Kindern Stück für Stück genommen werden. Und ja, Klimaschutzmaßnahmen erfordern Veränderungen. Diese Veränderungen sind aber bei sofortigem Handeln sehr viel kleiner und weniger drastisch. Je länger wir jedoch warten und die Hände in den Schoß legen, desto schwerwiegender und kostenaufwendiger werden die notwendigen Maßnahmen ausfallen. Je länger wir tatenlos zuschauen, welche Schäden der Klimawandel anrichtet, desto gravierender wird die Klimaungerechtigkeit. In unserer Gesellschaft muss ein grundlegendes Umdenken stattfinden. Darf ich noch weitermachen? Noch einen markanten, klaren Satz. Alles klar. Lasst uns gemeinsam für den Erhalt unseres Planeten kämpfen. Lasst uns gemeinsam das Schlimmste verhindern und lasst uns gemeinsam mit der Gesellschaft von morgen die Herausforderungen annehmen und für eine lebenswerte Zukunft für uns alle kämpfen. Denn Klimagerechtigkeit ist unteilbar. Wunderbar. Dankeschön. Mein Name ist Ulrich Schneider, bin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und bin heute mit vielen anderen Organisationen der Arbeiterwohlfahrt, dem Deutschen Kinderschutzbund, der Volkssolidarität, anderen Wohlfahrtsverbänden mitmarschiert im Block Soziales in Vielfalt. Wir sind mit euch hier auf die Straße gegangen, weil wir in Deutschland Dinge erleben als Wohlfahrtsverbände, die uns Angst machen, die aber auch unseren entschiedenen Widerstand auf die Straße bringen. Wir kümmern uns um Menschen, die sehr verletzlich sind, um Menschen, die verwundbar sind, darunter viele Menschen, die zu uns geflüchtet sind, pflegebedürftige Menschen, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Migrationshintergrund, obdachlose Menschen. Und wir müssen feststellen, dass in letzter Zeit diese Menschen mehr und mehr angefeindet werden aus der rechten Ecke. Es werden Hassmails verschickt, sie werden in sozialen Netzwerken angefeindet. Wir müssen sehen, dass behinderte Menschen, obdachlose Menschen auf offener Straße angepöbelt werden oder sogar Gewalt erfahren. Das ist die Situation in Deutschland. Und das ist die Situation, der wir als Wohlfahrtsverbände entschieden Widerstand leisten werden. Es kann nicht angehen, es kann nicht angehen in Deutschland, dass kaum 70 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft wieder braune Ideologien der Ungleichheit propagiert werden. Und das sogar in Landesparlament und im Bundestag. Dem müssen wir ein Ende setzen. Wir als Wohlfahrtsverbände machen nicht nur soziale Arbeit. Wir kämpfen für eine offene, für eine vielfältige, für eine tolerante Gesellschaft. Denn Intoleranz ist immer Menschenverachtung und ist immer asozial. Und deswegen sagen wir,
Jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch hat die gleiche Würde. Egal ob heterosexuell oder homosexuell. Egal ob behindert oder nicht behindert. Egal ob Deutscher oder Ausländer. Und diejenigen, die jetzt kommen und sagen, es haben nicht alle die gleiche Würde. Es haben nur Deutsche die Würde. Es haben nur Heterosexuelle die Würde. Es haben nur Nichtbehinderte die Würde. Diesen Menschen sagen wir, hier in Deutschland ist für Nazis kein Platz. Und deswegen ein allerletzter Gedanke. Es macht diesen braunen Rattenfänger und die Arbeit doch so leicht, dass Deutschland ein zutiefst gespaltenes Land ist zwischen Arm und Reich. Der obszöne Umstand, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Reichen immer reicher werden konnten und die Armut wuchs in Deutschland, die hat doch erst den Nährboden geschaffen für das, was wir heute erleben. Und deswegen sagen wir auch, der beste Kampf gegen rechts ist der Kampf um soziale Gerechtigkeit. Lasst uns Deutschland endlich wieder gerecht werden, dann sind die Braunen ruckzuck verschwunden. Vielen Dank. Hallo Dresden, ein ganz großes Dankeschön, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr die Straßen mit Mut, Hoffnung und Empathie gefüllt habt. Ich bin heute hierher gekommen als schwarze, queere Frau aus dem Osten, in Thüringen geboren, in der DDR sozialisiert, kenne ich die Sorgen, die Wünsche, Sehnsüchte und Ängste der Menschen im Osten. Sie treiben auch mich um. Wir sehen jeden Tag, wie die einfachen Antworten, die uns eine nationalistische rechte Politik allzu eilfertig serviert, Hass, Gewalt und Rassismus erzeugt und bereits viele Menschen in diesem Land nicht mehr sicher leben können. Dabei wird gerade hier den Menschen im Osten vorgegaukelt, dass es ihnen besser ginge, wenn sie das Nationale stärken, dass ihre Verlustängste etwas mit den sogenannten Migrantinnen zu tun hätten und dass sie selbst mehr besäßen, wenn sie nur als weiße Deutsche zu ihrem Recht in diesem Land kämen. Dabei geht es nicht, diesen rechten Parolen um das Nationale, vielmehr um die Definitionshoheit darüber, wer deutsch ist und Anspruch auf soziale Rechte hat. Das schließt alle Deutschen aus, die von ihnen so nicht anerkannt werden. Das ist ein völkisches Gedankengut, das leider nicht nur die AfD bedient, aber ist vor allem sie, die ein perfides Spiel mit den Sehnsüchten der Menschen spielt. Ja, es ist wahr, wir müssen starke Fragen stellen. Das bittere, schamvolle Gefühl und auch das wütende Gefühl, der Verlust der eigenen Arbeit erzeugt, hat auch meine Familie erlebt. Aber dieses Gefühl nach dem Mauerfall ist ein Kapitalismusproblem, kein Problem der sogenannten Migrantinnen und Geflüchteten. Warum waren denn vor allem Frauen nach der Wende überdurchschnittlich von Armut bedroht, obwohl sie in der DDR voll arbeiteten und ein selbstbestimmtes Leben führten? Wer profitiert von den Privatisierungen und den Rückübereignungsansprüchen, gerade auch vom altdeutschen Adel? Und ganz aktuell, warum wachsen insbesondere im Osten Privatschulen mehr als öffentliche Schulen? Doch wohl nicht wegen der Geflüchteten, aber das ist die Antwort der Rechten. Es liegt an uns, dem gepredigten Hass eine kollektive Empathie entgegenzusetzen und von denen zu lernen, die diesen zweifelhaften Angeboten und einfachen Antworten widerstehen. Es sind internationale feministische Errungenschaften, ein Angebot von Hass nicht anzunehmen und sich stattdessen mit denen zu solidarisieren, die für eine diverse, offene und inklusive Gesellschaft einstehen. Es sind wie immer vor allem die Frauen, die die Menschenwürde im Alltag aufrechterhalten. Lasst uns von der politischen Kraft von Frauen lernen. Der
Hass und die Entrechtung von Migrantinnen und Geflüchteten ist keine Wendevollendung. Wer Hass auf die anderen predigt, hat für die eigenen schließlich auch nur Entrechtung übrig. Deshalb Solidarität statt Spaltung. Empathie ist lernbar. Ich wünsche den Menschen in Sachsen, in Brandenburg und Thüringen, aber auch vor allem uns allen, den Mut, den zweifelhaften Angeboten einer nationalistischen, rassistischen und völkischen Politik zu widerstehen und gegen solche Entmenschlichung ein Zeichen zu setzen. Menschenwürde ist unteilbar. Ein anderes Ostdeutschland ist möglich. Der Osten war schon immer vielfältig. Vielen Dank.